im Namen deines Sohnes Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Seine Kirche ist das Zirkuszelt. Ernst Hellers Gottesdienste sind anders. Laut, unbekümmert, spektakulär. Der Applaus gehört nicht mir, sondern dem Herrgott, der mir das Talent geschenkt hat. Der Applaus weckt alle Seelen da innen auf zur Freude und sind exaltiert, irgendwie ähnlich sind sie geköpft. Und das ist eine Frohbotschaft, erfahrbar zu machen. Warum dient dieser Mann dem lieben Gott ausgerechnet in dieser Glitzerwelt? Davon handelt dieser Film. Hallo, hallo. Gut. Hallo, hallo. Oh, Habibi. Wie geht's, Habibi? Ja. Wie geht's? Gut. Ja, gut. Und dir auch? So, alles gut? Alles gut. Hast du gut? Familie gut? Ja, alles gut. Hast du schöne Ferien gehabt in Marokko? Ja, Familie, ja, alles okay? Alles okay. Kinder alles auch? Ja, ja, ist gut. Ja. Hast du keine Heimweh jetzt? Kinder? Du nicht Heimweh? Ja. Schon ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Bisschen, du hier, Familie, ja, zu Hause. Ja, normal. Aber jetzt kommt Saison, da hast du Freude jetzt, ja, wieder. Ja. Es ist Mitte März. Nach der langen Winterpause ein erstes Wiedersehen zwischen Zirkuspfarrer Ernst Heller und den Zirkusangestellten und Artisten aus aller Herren Länder und Religionsgemeinschaften. Paolo. Und Paolo? Ja, ja, da kommt er ja. Ja, hallo Paolo, Schatz Gottes. Nein, das freut mich aber sehr. Das ist so. Alles gut, dir auch. Ja, sehr gut. Hey, du hast Furioso. Furioso ist ein bisschen nervös. Nervös. Verrückt. Furioso ist verrückt. Ja. Und das ist, hast du sehr schön gepflegt. Wunderbar. Diese und diese. Und diese. Für Franziska. Für Franziska. Ja. Ich freue mich, mit dir auf dem Weg zu sein. Ich bete ich für brauche. Euch. Ich bete für euch, dass alles gut kommt. Ja. Ciao. Okay, ciao. Shukran. Der Zirkus, für Heller ein Mikrokosmos religiöser Toleranz. Kommt jetzt ein Buddhist dazu, der Buddha, dann nehme ich den genauso ernst und habe Respekt vor seinem Glauben. Denn wir können von den Religionen eigentlich immer nur lernen, gegenseitig. Und wenn wir das auf der ganzen Welt so respektieren würden und anerkennen würden und nicht in einen Konkurrenzkampf würden oder fundamentalistisch auftreten würden, dann hätte ich mehr Frieden auf Erden. In 2 Tagen ist Premiere. Die Artisten sind eben erst im Zirkus Nock eingetroffen. Jetzt wird am Programm gefeilt. Viele Artisten sieht Seelsorger Ernst Heller zum ersten Mal. Kompliment. Und in Switzerland, das ist der First Circus. This one? Yeah. Yeah, in Switzerland? In Switzerland? Yeah, it's first time. First time? Yes. I wish you all the best. Thank you. I hope that you are a great joy in your heart, yeah, and your training every day. Thank you. Compliment. That is a fantastic compliment. Maestro, bitte schön. Und deine Freundin. Hallo. Wie geht es? Gut, wirklich. Viel Glück, gell? Schon als Kind liebte Ernst Heller den Duft des Sägemehls. Jetzt sind alle da. Jetzt ist die Familie zusammen. Jetzt ist gut, ich freue mich so. 1999 wurde Ernst Heller erster offizieller Pfarrer für alle Zirkusfamilien und ihre Angestellten in der Schweiz, für Schausteller und Markthändler. Die Mitglieder seiner riesigen fahrenden Gemeinde wechseln ständig und müssen zudem auf engstem Raum zusammenleben. Hier im Zirkus ist man eine Familie und das ist man sehr klein aufeinander oben.
Und da kommen natürlich schon auch gewisse Anliegen, die direkt zu mir kommen, wo ich ihnen auch Mediation machen kann. Oder? Mal Streit schlichten, mal hier reden, dort reden. Oder wenn sie wirklich auch ein Heimweh haben, dass ich Verbindungen mit der Heimat kann, eine Brücke schlagen und einfach ihnen das Zeichen geben, ich bin da, ich verstehe dich, kann dich gern, schätze dich. Oder junge Artisten, die so unter Druck sind, dass man sie wirklich ermutigen und bestärken kann. Oder auch trösten, wenn sie ein hartes Training haben oder der Trainer mit ihnen ganz hart umgeht. Die sind unter einem ganz grossen Druck. Da schreibt mir jetzt auch gerade ein ehemaliger Artist, der in Brasilien ist. Der sagt, weißt du, ich mache viele Leute zufrieden, aber ich selber? Fragezeichen. Und das, ich fühle mich oft so allein. Du, Ernst, war immer toll zu mir. Und dann schreibe ich zurück, ich denke viel an dich. Du bist ein ganz wunderbarer Artist, der so viel Liebe gibt. Bleib tapfer. Ich werde dir bald telefonieren. Ich will ihm einfach auch von hier aus wieder Mut machen und ihm Selbstbestätigung geben und sagen, hey, glaub an deine Talente, glaub an das, was du den Menschen gibst. Und dann kommst du halt von diesen Menschen viel wieder retour rüber. Ist gut? Klappert es? Was? Kommt es gut? Nein, ich bin da nicht sicher. Probier es doch mal. Das ist schon gut. Kommt schon. Ich weiß, Ich habe noch zwei Tage. Ich bin Beistand. Genau, das machen wir. Da bete ich dafür, dass es gut kommt. Mal, lieber Freund. Pastoraler Optimismus. Professionell und flächendeckend verbreitet. Ernst Hellers erklärte Lieblinge im Zirkus sind die Clowns. Als Jugendlicher wollte er selber Clown werden. Ein brotloser Beruf, warnte sein Vater. Also wurde Heller zuerst Religionslehrer, dann katholischer Priester. Es ist doch schön. Gaston, was bedeutet Ihnen die Gespräche mit dem Ernst Heller? Ist das einfach nur ein Geblödel oder gibt es da manchmal auch tiefere Dimensionen? Also ich würde sagen, auch im Blödeln innen, oder, gibt es eine gewisse Tiefe. Weil dort im Blödeln auch wahnsinnig viel Menschlichkeit herrscht. Nehmen Sie Platz. Ja, das Platz beiseite, Ernst, komm her. Ja, genau. Und wenn Ernst kommt, dann wird es heller. Okay, ah, dann wird es heller. Ja, natürlich. Dann wird es heller. Ja. Und die Clowns und Pfarrer Heller. Zwei Berufungen, eine schlichte Mission. Freude verbreiten. Predigt allein, oder? Ja. Ist das, was ihr ja öffnen sollt. Und das, was wir machen, in der Comedy, der Spiegel, den wir vorheben, ist auch öffnen, die Herzen öffnen für die Leute und so. Und das ist das, was die Leute mit heimnehmen. Und ich glaube, da vergisst man oft auch Streit und Stress, ja, und, genau, und Krankheiten und wie auch immer. Und ja, dann geben wir den Leuten etwas mit, oder? Ja, genau. Mhm. Das ist doch wunderbar, wenn du diese Erfüllung hast. Ja. Das ist deine Motivation jeden Tag, auch deine Mission zu erfüllen. Mhm. Das ist mein göttlicher Auftrag hier auf dieser Welt. Auch Schausteller und Markthändler gehören zu Ernst Hellers fahrender Gemeinde. Ein Besuch an der Offa in St. Gallen. Das ist super hier. Oder der Ernst, der, ich sage immer, zwei Menschen von der Kirche muss man kennen. Der Papst und der Pfarrer Heller. Dann kommt alles gut. Danke vielmals. Halleluja. Hey, du bist auch ein Guter. Ciao, Rutli. Ernst. Wie heißt es auch? Gut. Gut. Danke. Sali. Yeah, bist du das Herz? Wie ein Rotkäppchen. Das ist dein Grosskind, ja, gell? Ja. Hallo, Julia. Hallo. Hey, das ist du, das ist schön. Kennst du noch von der Kinderbescherung? Und gestern haben wir fulminanten Start gehabt. Hat es ein bisschen Leute gehabt? Ja, hat sehr viele. Ernst Heller tauft die Kinder der Marktfahrer und Schausteller. Er traut seine Schäfchen und trägt sie am Ende zu Grabe. Und er hat ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Wenn ich nicht filme, höre ich in all dem Trubel nämlich auch Geschichten über Streit, Neid und Mobbing in der fahrenden Großfamilie. Ernst Heller ist mittendrin.
er erzählt ja nicht einfach nur irgendetwas, damit er etwas erzählt hat oder macht etwas parat oder krabbelt wie unser Dorfpfarrer irgendeine Predigt aus, die man schon dreimal gehört hat, weil er es vor zwei Jahren und vor fünf Jahren schon mal gebracht hat, sondern bei ihm ist das immer aktuell. Also er greift immer aktuelle Themen auf, die bei uns unter den Nägeln brennen. Und dann baut er auch Predigt daraus. Also er kennt auch die Sorgen und Nöte der Markthändler. Alle. Er kommt ja auch immer mit uns reden, oder? Also er beschäftigt sich das ganze Jahr mit uns, nicht nur in den Kielen oder wie so. Danke vielmals. Dankeschön. An anderen Ständen, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, erhält manch ein Schausteller auch ein paar Scheinchen zugesteckt. Ernst Hellers Stiftung, die er im Auftrag des Bischofs gegründet hat, zahlt ihm seinen Lohn und leistet den Marktfahrern, Artisten und Schaustellern Unterstützung in Notsituationen. Sie haben manchmal existenzielle Sorgen. So eine Platzmiete kostet enorm viel. Wenn es Wüstwetter ist, dann kommt niemand an den Stand. Und sie haben gleich ihre Spesen und ihre Auslagen. Dann die Transportkosten, Benzin, Diesel ist ein Thema. Die Elektrizität, die sind immer in einem Existenzkampf. Und darum Hut ab für ihn, dass sie nie mutlos werden. Oder? Wenn sie ganz schwer haben, wenn sie nicht mehr den Platz können zahlen können, dann komme ich mit meiner Stiftung. Oder wenn sie wirklich in einer extremen Not sind, die Versicherungen nicht mehr zahlen können, dann muss ich eingreifen, damit sie wieder weiterarbeiten können. Kapuzinerkresse. Ja, Kapuziner passt. Ja, das passt. Er irritiert mich, dieser Ernst Heller. Seine laute Art, seine Sprüche. Er, der sich selber als Clown Gottes bezeichnet, geht es ihm überhaupt um den Herrgott und die Seelsorge oder doch mehr um die Selbstinszenierung? Ich bin natürlich ein bunter Kanarienvogel in dieser Kirche. Ich bin nicht ein normaler Geistlicher, wo man denkt, ja, alle seine Predigen sind so ernst gehalten und es ist so keine Stimmung in dieser Kirche und so. Das könnte ich gar nicht. Das ist mein Naturell. Ich tue mich nicht verstellen. Ich tue nicht, wenn ich in die Kirche gehe, die Sonntagsschuhe anlege und wenn ich rausgehe, wieder die Wechselschuhe. In dieser Kapelle im luzernischen Urswil träumte der kleine Ernst als Ministrant davon, einmal selber als Priester am Altar zu stehen. Seine spätere Entscheidung für das Priesteramt war auch eine Entscheidung gegen die Ehe. In der Zwischenzeit hat Heller über 700 Paare getraut und dabei tiefe Einblicke in das eheliche Leben, Lieben und Leiden gewonnen. Wie sie sagen, haben den Schmetterling im Bauch. Ich spüre das von denen. Und ich denke aber nur, hoffentlich halte ich das durch, wenn dann die ersten Stolpersteine kommen und die ersten Sorgen kommen und so. Und wenn ich dann nach zwei, drei Jahren schon höre, um Himmels Willen, sie sind schon wieder in der Scheidung, dann haben sie den grössten Krach. Und dann kommen die noch zu mir und lasse ich das ab. Und dann denke ich, Herrgott, mir ist auch viel eine Sparprobe. Und Ernst Heller wäre nicht Ernst Heller, wenn er nicht auch den unerfüllten Wunsch nach eigenen Kindern mit einem lauten Lachen wegwischen würde. Ist da nicht manchmal noch so wie ein Schmerz rum? Wow, ich denke, ein junger Ernstli mit dem Klarinettli in der Hand. Das wäre auch wunderschön. Ja, ja. Aber man tut sich eben das also immer nur das Schöne ausdenken. Wir wissen nicht, was der Ernstli alles noch mitbringt und was der für Gen hat in sich und was der für Probleme bringen kann. Ich meine, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Trotz Zölibat, es gibt eine Frau an Ernst Hellers Seite. Seine Zwillingsschwester Marlies. Und schau jetzt mal diese Zöpfe. Nein, ich weiss auch, wie du am Morgen mit der Mama gebrüllt hast. Die hat immer müssen Zöpfe machen, da ist so viel Knöpfe drin. Ja, genau. Ich weiss, du hast einmal gebrüllt. Ja, das ist furchtbar. Ja, ja. Ernst Heller hat 8 Geschwister. Es ist aber immer sein Meierli, dem er ein SMS schickt, wenn er auf Reisen sicher angekommen ist. Mit Marlies und ihrer Familie verbringt er seine Ferien. Die äußere Ähnlichkeit der Zwillinge ist mit den Jahren geschwunden, die innere Verbundenheit stärker geworden. Das ist schon ein Geschenk vom Himmel, dass man so auf Erde das Zweite sein. Man ist schon 9 Monate beieinander, schon auf engstem Raum. Und auch das prägt einem das Leben lang. Das kann man nicht mehr auseinandernehmen. Geht das Ihnen auch so, Frau Wittmann? Ja, das ist genau so.
Was verbindet sie mit ihren Brüdern? Einfach, dass wir die... Wir haben die gleiche Gefühlswelt. Wir spüren einander. Und das hat man zu einem anderen Geschwister nicht. Das ist einfach das Spezielle vom Zwilling. Wenn er ein Kopf hat, zum Beispiel ein Rauch auf dem Kopf, weil Leute im Land auch ist mit dem Kopf, sagen ja. Oder wenn er Stress hat, dann spüre ich das. Dann denke ich, oh, da muss man mal anrufen, du, geht's gut. Und dann merke ich es gerade schon an seiner Stimmlage. Ich bin natürlich so quasi auch sein Blitzableiter. Er kann ja in mir sagen, einmal, oh, ich habe jetzt so viel zu tun. Und das verstehe ich dann auch. Oh ja. Nein. Gestern an der OFA in St. Gallen, heute ein Besuch in Basel, morgen eine Zirkuspremiere im Jura. 50'000 Kilometer macht Ernst Heller jährlich mit seinem Auto, wenn er seinen fahrenden Gemeindemitgliedern nachreist. Gut. Gut, und die dir? Ja, so ist das besser. Du hast ja Verkältung. Maria Mir, bei allen nur Finneli genannt. Ernst Heller stand ihr vor knapp 4 Jahren zur Seite, als ihr Mann an Krebs starb. Heute erfährt ihr, dass ihr Wohnwagen 2-mal innerhalb kurzer Zeit vom Hagel zerstört wurde. Das ist mein Heim, das ist mein Dach über dem Kopf. Ich habe keine Wohnung, ich habe nichts, ich musste wieder ein Heim haben, ist richtig. Oder? Natürlich, klar. Das geht nicht anders. Nein, das ist... Man ist ein Mensch, man möchte auch gerne leben. Ja, ganz genau. Maria Mehr ist Schaustellerin und Jenische. Sie lebt seit jeher im Wohnwagen. Ihre Brüder wurden den Eltern im Rahmen der Aktion «Kinder der Landstraße» weggenommen. Finnelis Misstrauen gegen Obrigkeiten, auch gegen Kirchliche, ist gross. Ich habe viel mitgemacht in meinem Leben. Und manchmal tut so ein Gespräch mit so einem Mann ganz gut. Das Vertrauen ist da und man hat immer Freude, wenn man einander sieht. Das ist viel wert. Und er schaut auch auf seine Schöfli. Sind Sie denn Katholikin? Ich bin Katholikin, ja. Die katholische Kirche ist ja nicht immer so gut umgegangen. Nein. Mit den Fahrenden, oder? Nein, ich möchte jetzt einfach so sagen, ich glaube an Gott, aber ich muss nicht unbedingt an die Kirche haben. Aber der Pfarrer weil, Heller schon? Der ist gut, ja. Der ist tiptop, der gehört dazu. Jetzt bin ich gespannt, was da vorkommt. Im Sommer wird Ernst Heller pensioniert. Finnelis Karten gewähren ihm einen Blick in die Zukunft. Das ist eine Schutzkarte von der Tarotkarte. Jawohl. Du hast liebe Leute um dich herum. Jawohl. Hier ein bisschen schauen, es ist ein König mit den Schwertern. Kennst du vielleicht einen dominanten Mensch? Kann ein Mann sein. Das wird ein Diplom geben. Und eine ganz schöne Auszeichnung. Jawohl. Von deinem Beruf, den du geleistet hast. Dass, du wirst ja pensioniert. Ja, das ist dann, es jetzt genau. Da musst du schauen, wenn du deinen Beruf fertig hast, du dich engagieren. Ja. Weil sonst könntest du in ein Loch runterfallen. Jawohl. Ja, und das darfst du nicht. Nein, das darf ich nicht. Genau. Nein, du musst dein Leben gleich irgendwie meistern und etwas noch unternehmen. Du wirst vielleicht noch 2-3 schöne Auszeichnungen bekommen. Ja, denk an meine Worte. Es wird noch etwas auf dich loskommen, wenn du pensioniert kommst. Wunderbar. Von überall ein bisschen. Herr Heller, Sie haben mir vorhin gesagt, Sie glauben eigentlich überhaupt nicht daran, aber das glauben Sie jetzt schon. Ja, sicher. Es ist ja auch gute, menschlich, weißt du? Ja, es ist eine Prophezeiung, das tritt ihr nie. Nein. Sie macht mit so Bildern, mit so Karten, ja. Sieht sie in inneren Sinn. Und ich glaube, wenn man mit so einer Karte einem Menschen wieder positiv etwas verstärken kann, wie sie mir sagt, wenn du dich abkapseln tust, gehst du in ein Loch rein. Dann denke ich, das stimmt. Da hat sie vollkommen recht. Ich soll mich weiter immer bei meinem Schöpfer bewegen. Und etwas machen. Ja. Und sonst ist dein Leben vorbei. Mein Leben ist vorbei. Das ist bei allen, die in die Pension gehen. Und er hat Karten gezogen. Es ist so. Es ist so. Ja. Danke, ich würde dir sagen, der liebe Gott möge dich segnen, beschützen und begleiten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gell? Danke vielmals. Bitte, püte Gott. Danke gleichfalls. Ciao. Alles ciao. Gute, gell? Danke auch. Ciao, ciao. Ja, Halleluja! Seine Nachfolge hat Ernst Heller bereits geregelt. Der neue Schaustellerpfarrer heisst Adrian Bolzern. Wunderbar, das ist der Adrian. Du? Adrian, Claudia, freut mich. Claudia. Er ist jetzt mein Nachfolger, denn, gell? Ist er die Nachfolge? Jawohl. Aber 1. August fällt er an. Bist du auch so ein Glatter wie ich? Ich gebe mir Mühe. Ich bin Mühe. Bist du 67? Ja, ich weiss ein bisschen. Aber dann fängt man ja erst an.
Hallo. Der Ernst Heller hat eine extreme Präsenz. Und das merkt man auch, wenn man auf einen Markt kommt oder in einen Zirkus. Er ist gerade da, die Leute nehmen ihn wahr. Und durch das hatte ich gewisse Angst, dass ich keinen Platz habe neben dem Ernst Heller, dass ich da gar keine Möglichkeit habe, mich zu verwurzeln oder anzukommen. Ja. Und dann habe ich aber jetzt, seit ich jetzt unterwegs bin mit ihm, das ist jetzt doch schon ein paar Monate, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass er mir nicht seinen Platz übergeben will. Sogar eher das Gegenteil, dass ich mein, das Gefühl habe, das ist jetzt dein Platz, da muss ich jetzt nicht schon hinstehen. Aber er sagt, du kommst mit, du gehörst dazu. Du solltest in meine Fußstapfen treten, dass ich ein bisschen zurückkürzen treten kann. Ciao, Edi. Danke vielmals. Alles Gute euch. Wiederschauen. Du bist ein Hans-Hul. Aber der ist schon angestanden. Aber der steht immer wieder neu auf Hans-Hul. Ciao, ciao. Ciao. Hans-Uli, nein. Du weißt, dass ich Namen nicht kann. Das ist mein grösster Schwachpunkt. Namen. Ich bin nicht besonders bibelfest, aber in Ernst Hellers Gegenwart blitzt bei mir immer wieder ein geläufiger Bibelspruch auf. Ihr Motto ist, werdet wie die Kinder. Liege ich da richtig? Sie liegt vollkommen richtig. Ein Kind. Was gibt es nicht schöner als ein kindliches Lachen? Ein offenes Herz haben. Vertrauen haben. Glücklich sein. Strahlen können. Staunen können. Das ist das Motto, das ich versucht habe zu leben und möchte es immer wieder durchziehen. Und ich bin auch froh, wenn die Menschen das Licht, das du ausstrahlst, kommt immer wieder zu dir zurück. Und das habe ich immer wieder von denen bekommen. So ist es denn auch folgerichtig, dass dieser Film über den zurücktretenden Zirkuspfarrer Ernst Heller nicht melancholisch, sondern in heller Freude endet. Kann jeder Mensch Sorgen vergessen. Juhui! Da kann man einmal Kind sein, richtig Kind sein.